Meine sehr geehrten Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3. Eine Sache, die ich noch offscreen gemacht habe. Ich habe jetzt mein schönes Sturmgewehr noch mit Farben versehen. Ich habe eine Sniper ausgetauscht. Da habe ich jetzt die drin, die ich als letztes freigeschaltet habe. Ich habe nur den Namen vergessen. Schönes Zielfernrohr, natürlich auch ein Schalldämpfer drauf und hat wohl, also zumindest von den Stats her, enorm mehr Schaden. Das heißt, selbst die, die bisher dann einen Schuss immer mit der Rüstung überlebt haben, könnten eventuell One-Hit sein. Das müssen wir prüfen. Und ein neues LMG habe ich ebenfalls, was auch schön ratatatatat machen dürfte. Ja, und damit setzen wir nun die Mission Deep Throat fort. Was auch immer. Warum auch immer dieser Name? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr so ganz, was wir genau eigentlich tun müssen. Erkunde die Insel oder geht zur Schlucht? Ah, stimmt, da kriege ich ja die Personalliste. That was the point. Das ist der Ort. Dann mache ich mal ein paar Fotos von den Anführern. Aha, nähere dich dem Bergarbeiterlager vom Fluss her. Dann schauen wir doch mal. Du trägst immer noch die Söldneruniform. Kein Risiko eingehen. Greife sie nicht an. Ah. Ich hasse es, wenn ich meine Wut zurückhalten muss. Aber das ist auch kein Sperrgebiet hier, oder? Ich werde es gleich sehen. Hi. Ist mir egal, wie viele Ziele du siehst. Du schießt erst, wenn ich es sage. Werde ich nicht für Schießen bezahlen? Erst schießen, dann fragen. Sie oder ich. So ein Mehr nicht. Hui. Servus. Moin. Kann man nicht durch die Wand öffnen. Vom nächsten Sold schicke ich was nach Hause. Hallo? Hier ist ein guter Beobachtungspunkt. Nutze die Kamera, um das Treffen zu beobachten. Ich sehe Scharfschützen eventuell. Auf jeden Fall blinkt da irgendwas. Einfach nach mehr Kohle fragen. Ist doch nichts dabei. Mache jetzt ein Foto von dem Treffen. Personalliste. Muss ich unbedingt haben. Was tust du da, Mann? Okay, das wird gut. Muss den Truck irgendwie schnell, damit er nicht weg kann. Wie, 50 Sekunden? Aua. Kein Problem. So, erstmal kurz runterkommen. Jetzt muss ich mich erstmal verteidigen. Ah, Verräter ist relativ. Schöner Shot. Haben wir's? Hab ich Ruhe? Meine andere Waffe kriege ich nicht wieder, ja?
Oder hatte ich die da mitgenommen? Das ist ein normales Sturmgewehr. Ah, hier! Oh, schön, dass ich die noch behalten darf. Okay, ich muss jetzt wahrscheinlich von hier abhauen. Ich mal. So geht's auch. Ich bin echt gegen die Wand geklatscht, weil ich den Wingsuit ausgelöst habe. Ich glaub's nicht. Das ist die Personalliste. Nein! Ich muss den Truck irgendwie sprengen, damit er nicht weg kann. Kriegen wir hin. Das ist ein deutlich schönerer Start. So, mal die neue Sniper testen. Hier macht's ganz schön Wumms. Oh, schön. Da brennt's ein bisschen. Eieieiei. Ach, scheiß MG. Sehr schön. Ah, jawohl. So, und jetzt versuchen wir das nochmal mit dem Abhauen. Ach, nee, ich muss nicht abhauen. Ich muss da oben an die Personalliste ran. Ja. Okay. Sieht ein bisschen gefährlich aus. Aber ich liebe die Gefahr. Komme ich da irgendwie gescheit rüber? Warte, ich bin von da nach da. Ah, da lang wahrscheinlich. Oh ja. Aus dem Weg. Ich wollte eigentlich einen Takedown machen. Das hat nicht so funktioniert. Eine neue Weste wäre cool. Schnauze halten. Ach, da hinten mit dem Raketenwerfer. Geht doch. Noch wer? Wo? Ach, da! Ich kann Punkttürme erklimmen, also kriege ich das hier auch hin. Ach so, muss ich gar nicht, oder? Na, warte mal, da geht's nicht weiter. Dann muss ich da lang. Ja, dann muss ich auf die andere Seite. Dumm, diddel, dumm, diddel, dumm, dumm, dumm. Oh, Weste. Erschreckt mich nochmal so, ihr Penner. Hast du mich gerade Hackfresse genannt? Das war effizient. Diesmal keine Überraschung hier. Freut mich. Okay.
halt mich! Vielleicht bist du tot! Erledigt! Ja. Da ist sie. Das sieht nicht gut aus. Ich hau besser mal ab. Yep. Bin ich dabei. Ich glaube, mit der Karre komme ich nicht weit. Oder? Was? Wieso gescheitert? Hä? Was? Wie? Wo? Warum? Hätte ich die töten sollen? Hat Jason nicht gerade gesagt, ich soll abhauen? Boah, bin ich jetzt genervt. Ah. Schauen wir gleich nochmal. Wenn er jetzt steht, du musst sie alle töten, fühle ich mich ein bisschen verarscht. Dann fühle ich mich sehr verarscht. Hilfe! So, jetzt genau drauf achten, was jetzt kommt und was er sagt. Das sieht nicht gut aus. Ich hau besser mal ab. Ach, ich soll hier runterspringen. Erreiche den Fluchtwagen. Okay, my bad. Sorry. Ich war am Trinken. Ich hatte nur eine Hand. In Sicherheit. Sicherheit. Sowas gibt's hier nicht. Sam, geschafft. Ich hab die Personalliste. Gut. Ich sage euch Bescheid. Also rechne mit einem Treff. Spiel eine Rolle und zeige dich am Tor zu seinem Stützpunkt. All in. Mir ist übrigens letztens so durch den Kopf gegangen, wo ich mit der letzten Folge fertig war mit dem Aufnehmen. Dass ich... Ich habe ja schon gesagt, dass ich auch schon das mit dem Crafting in der zweiten Hälfte des Spiels schade finde, dass da nicht mehr viel passiert. Ich finde aber auch generell, wenn man sich die erste Hälfte mal anguckt, auch mit Vars als Antagonist, 100-mal interessanter, 100-mal spannender, viel mehr Leben in der ganzen Story als mit Hoyt. Der ganze Part mit Hoyt ist einfach fast schon langweilig, weil man macht wirklich nichts. Ich meine, klar, du machst in der ersten Hälfte auch nichts anderes als schießen, flüchten und irgendwann killst du Vars. Aber die Szenen zwischendrin mit Vars und auch mit deinen Freunden bringen da, finde ich, so viel Leben rein. Und das hast du in der zweiten Hälfte halt überhaupt nicht. Und da wird das alles dann ziemlich träge. Gut. Da wäre jetzt der Stützpunkt. Aber ich bin wieder dafür, dass wir auch wieder ein paar Außenposten befreien.
Weil ich die ganze Insel befreien will, bevor ich das Spiel beende. Ah, genau. So, erstmal wieder ausrüsten hier. Munition. Stuff verkaufen. Ich glaube, eine Weste kann ich mir nicht leisten. Die kostet ein bisschen mehr, ne? Ah ne, 200 nur. Ja, geil. Moin, Leute. So, mal kurz auf die Karte gucken. Theoretisch könnte ich da auch einfach an der Küste entlang fahren. Ja, außer es geht halt nicht weiter, ne? Dann ist das halt doof. Naja, egal, so weit weg ist es ja nicht. Da hinten sieht man es ja schon. Muss noch ein bisschen Spaß haben. Immerhin ist Jason nicht so ein chronischer Asthmatiker wie andere Protagonisten. Da ist ein Scharfschütze. Den kriegen wir so weg. Wildhunde? Was machen denn hier Wildhunde? Ich kann euch hier nicht gebrauchen. Ihr macht mir gerade nämlich ein bisschen zu viel Lärm. Kein Bock drauf, entdeckt zu werden. So, was haben wir denn? Wir haben ein Dickerchen, ein Normalo, noch ein Normalo. Das sind zwei da oben. Wer sieht mich denn da? Die da unten? Ich hab ganz schön scharfe Augen. Ach, das ist ein Dicker. Oh nice, da funktioniert sogar ein Headshot mit der Waffe. Da will jemand rankommen, aber ich bin gar nicht da. Nee, nee, ich bin gar nicht da. Scheiße. Geil! Schön. Alle weggeschnibbert. Oh, schon wieder drei Fähigkeitspunkte. Unbegrenzt schneller sprinten. Doppelter Tod von oben, verbesserte Treffsicherheit mit LMG-Scharfschütze und Sturmgewehr mit dem Schießen aus der Hüfte. Spritzenwirkung kannst länger mit stationären Waffen feuern, bevor sie überhitzen. ...25% mehr Geld beim Verkauf. Schön. Ja, ich sehe schon, ich krieg den Skillbaum komplett voll. So, dann wäre das hier unser nächstes Ziel. Und da habe ich richtig Bock drauf. Oh, eine Satellitenschüssel. Hm,
Der Spot gefällt mir nicht. Ich will von oben heran. Ich bin ein Sniper. Ich brauche eine erhöhte Position. So, da hockt schon mal keiner auf dem Turm. Okay, das Problem hier ist aber Bäume. Ah, guck mal, ich könnte den Alarm hier ausschalten. Aber es wäre nur einer von vermutlich wieder zwei. Den zweiten hätte ich aber auch im Blick. Ich brauche mehr Übersicht. Ich will wissen, wie viele da sind. Ah, da ist ein Sniper. Die hocken doch sicher wieder alle im Haus. Da ist noch einer gelaufen, da läuft einer. Einer ist da gerade beim Tank rumgerannt. Da läuft er. Den Sniper müsste ich ausschalten können. Das war schlecht. Da war irgendwas im Weg. Na, der bewegt sich. Nein, renn doch nicht. Oh, Zitteranfall. Als ob der jetzt mit der Karre fährt. Das sind zwei. Nein! Fuck! Ah, das wird wieder ein halber Weltkrieg. Sind in 30 Sekunden da. Wir kommen von Süden. Da ist ein fucking Bär. Ach nee. Alter, da ist ja noch einer. Also hier geht's ab. Gott sei Dank, was für eine Katastrophe. Aber geschafft. Wir werden
Außenposten nicht kampflos aufgeben. Fände ich auch gut. Ich habe ordentlich dafür bluten müssen. Phew. Gute Arbeit. Aber es ist immer noch mehr zu tun. Wirf einen Blick auf die Ausgangstafel. Halt's Maul. Ich bin froh, dass ich die Scheiße überlebt habe. Ah, schöner grüner Fleck. So, dann haben wir nur noch ein einziges. Und dann haben wir wieder ein ganzes Stück erobert. Muss ich nur gucken, wie ich da am geschicktesten hinkomme, aber ich habe schon eine Idee. Schön in der Zivi-Karre. So, ich gucke gerade in die Richtung. Ich muss einmal in die andere Richtung. Servus, Kollegen. Und dann die Abfahrt da nehmen. Nicht die. Was ist denn da passiert? Nicht rammen, das wäre nicht gut. Diese Abfahrt war's. Der struggelt ein bisschen. Ah, scheiß drauf. Machen wir den Rest halt zu Fuß. Schöne Aussicht. Bin ich schon da? Offensichtlich. Die können zumindest ein bisschen Stress machen. Mann. Der Alarm lässt sich nicht abschießen. Hallo? Oder? Was zum? Das gibt's nicht. Da ist ja noch ein Sniper. Gibt's nicht. Echt eine Katastrophe gerade. Hi! Meine Fresse, müsst ihr immer so übertreiben? Untersteh dich. Cool, irgendwen habe ich erwischt. Alter, was haben die denn für Scharfschützengewehre?
Leute, ihr übertreibt ein bisschen, meint ihr nicht? Ein Hit mehr und mich hätte... Leute! Fair Play ist auch nicht so euer Ding, oder? Aber geschafft. Brennt's ein bisschen. Ach, sag bloß. Hey, noch 3 Speichersticks. So. Dann, liebe Leute, bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Dann werde ich in der nächsten Folge die Quest weitermachen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt die letzte Quest ist. Ich glaub's eigentlich nicht. Ich glaube, dass das noch ein bisschen länger geht. Aber wir werden sehen. Ja. Nö, das war's eigentlich soweit. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Euer Daniel. Adios.